Bam! Willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute schon so viel passiert. Neuer Camper, einräumen, umräumen, alten verkaufen und jetzt stehen wir hier und können endlich loslegen. Alles auf einmal und jetzt gibt es noch eine kleine Runde. Kleine 1000 Höhenmeter. Ja, 17:45, ich bin 17:45 wieder da. Und du so? Ich habe 17:45. Ah, okay, aber passt. Dann kannst du ja schon mal gucken. Also ich habe leider keinen Motor heute. Jetzt wird's ernst. Also los, los. Hopp, hopp. Es ist ganz schön warm, aber es fühlt sich gut an. Kopf ein bisschen abschalten, einfach nur treten. Und da kommen wir im Winter immer runter. Stimmt, vom Meierl. Natürlich auch spitze. Ja, Meierl lieb ich. Und ja, nach der Tour. Du atmest ganz schön laut, bist du unfit, Petra? Käsefondue. Schaut mal das Panorama. Wilder Kaiser, Kirchberg. Und die Sonne steht noch sehr hoch und man merkt halt jetzt ganz klar, dass Sommer ist, weil es einfach mega lang hell noch ist. Und wir haben jetzt, wie viel Uhr, Petra? 17:45. Genau, 17:45. Wir fahren noch bis hoch, die Gondel ist drin, ist zu und dementsprechend ist nicht viel los zum Glück. Außer ein paar Kühe. Also komm, ein kleines Kalbi. Kalbi? Bist du mein Kalbi? Fein machst du das. Petra war nämlich heute sehr tapfer, hat ihren heiß geliebten Nugget abgegeben. Ja. Und im Auto, im neuen, hat sie schon gesagt, ich fahre zurück, ich tausche den ein. Der Nugget hat mehr Platz. Also so zum Verstauen hat er mehr Platz. Gefühlt jetzt. Ja. Noch ein bisschen abwarten, wird schon ganz gut. Ja, wenn ich meinen BG-Bein Kleiderschrank aus dem Klo gemacht habe, dann... Uns wurde heute erklärt, wie dieser Scheißebehälter funktioniert. Oh Gott. Habt ihr das gehört? Ess mal einen Snickers. Du wirst schon wieder zur Diva. Ja, das ganze Bus umräumen, verkaufen, abgeben, den neuen. Erstmal gruselig, alles andere. Und jetzt noch Radfahren. Ja, das ist ja geil. Ach ja. Also ich bin mir sicher, dass wir den Knausch noch voll lieben werden. Ich brauche immer ein bisschen mich umgewöhnen. Also im Moment Trennungsschmerz. Da wird das Gras noch von Hand mit der Sense geschlagen. Mega Ausblick. Hallo Petra. Hallo. Ich kann dich sehen. Hallo schöner Mann. Ich kann dich auch sehen. Mann, Mann, Mann. Hahnenkamm rennen. Zieht sich da runter. Geht's weiter. Kitzbüheler Horn. Wilder Kaiser. Und da kommt die wilde Hilde. Die wilde Hilde ist nach dem Riegel jetzt wieder ein bisschen besser gelaunt. Oh. Schnaufst wie eine Dampflok. Ja, schwer. Schwer. Aber geile Aussicht. Schön, dass du schon gefilmt hast. Ja, du hast doch gar keinen Ausschnitt an. Wieso? Wo ist denn bitte die geile Aussicht? Ein legendäres Skirennen. Wir sind jetzt alle schön im Sommerschlaf. Mega, das mal zu sehen im Sommer. Schaut echt cool aus. Bist du ein Rindviech? Ja, hallo! Dürfen wir vorbei? Das ist sauer. Jetzt vor der oberen Fleckalm. Mega idyllisch. Einfach nur noch ein paar Kühe und ja, nichts mehr los, sonst weil die Gondel eben schon zu hat. Ist schon 6:30 jetzt oder so. Und mega, mega Panorama über Horn zum Wilden Kaiser. Super gut. So, ihr Lieben, den ersten Teil vom Trail haben wir leider ausgelassen, aber das ist für mich mit der schönste. Also wenn euch jetzt der Rest gefällt, dann lohnt es sich auf jeden Fall hier vorbeizuschauen, weil der obere Teil ist echt mega, mega. Und ja, jetzt kommt ihr einfach mit auf den Fleckalm Trail, offizieller Winter Rad. Wie Sommer. Oh yeah. Oder? Jawohl. Nico plant nämlich eine Videoreihe, die wäre... Was plane ich? Ich weiß nicht. Skigebiete, wie die im Sommer aussehen. Und die meisten haben auch richtig coole Trails zu bieten. Und das wollen wir mal so ein bisschen durchleuchten in Zukunft. Weil wir sind viel unterwegs, im Winter auch mit den Skiern und mit dem Snowboard. Und vielleicht können wir da so, wenn Interesse ist, schreibt es mal in die Kommentare. Ich kriege es ja nicht mal mehr zusammen, was ich eigentlich mir in meinem Kopf zusammengesponnen habe. Aber wäre ja ganz witzig, dass wir euch mal mitnehmen, wo wir im Winter unterwegs sind. Auch vielleicht mal im Sommer.
Lecker. Die Wurzeln hier, die sind schon spiegelglatt. Wir haben jetzt einfach mal Fahrräder getauscht, mal sehen, wie es vom Hardtail zum Fully wieder ist. Und umgekehrt, oder? Für jawohl. Dich. Oh, oh. Wieder unten und wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne einen Kommentar da, was ihr zum neuen Bus sagt, ob ihr den Fleckheim Trail kennt und wenn ja, wie ihr ihn findet. Fällt dir noch was ein? Ah ja, und ob ihr die Idee gut findet mit dem Skigebiet im Sommer. Welche Idee? Na, die Idee. Ach so, die Idee. Und wenn es euch gefallen hat,
wie alle YouTuber, lasst uns einen Daumen nach oben da. Bitte, danke. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss. Servus, ciao, ciao. Oh. Ey, der will da nicht einmal scheißen oder was? Zu fix. Da kaufst du schon wieder ein neues Wohnmobil. Ja, klar.